Ja, es geht heute tatsächlich endlich los mit Pokémon Schild und herzlich willkommen auf jeden Fall zurück. Ja, heute machen wir mal wieder ein bisschen Pokémon. Ich darf mir natürlich den Charakter erstellen. Ich stelle mich natürlich wieder in denselben Charakter, wie ich das auch in Pokémon Schwert gemacht habe. Das Team habe ich mir schon zusammengestellt, zumindest im Kopf. Ich weiß schon, wie ich welchem Team ich arbeiten kann, muss, will. Wie auch immer, es wird eine Weile dauern. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und auf geht's. Sehr gerne, Dame, ja. Die kann aber los, manche Menschen sind offen miteinander, die gedrückt werden, die trainieren. Dann gehen wir. Die anderen sind wieder. Wir haben ein Feld. Was ist los? Ich dachte, die Kalachtenspucken und die anderen sind wieder. Zeit für eine Erwachung geschafft. Herzlich willkommen zu Pokémon Schwert. Oh, ein Wolli. Ja, für die Leute, die jetzt auch Pokémon Schild mitverfolgt haben, für die können es ja ein bisschen langweilig sein, aber für die Leute, die gerade neu dabei sind in dieser Generation, also erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr auf meinem Kanal gelandet seid. Ja, ich freue mich mit euch, eine Reise durch Galar zu machen. Ja, viel erleben. Das kann ich jetzt mal versprechen. Hallo, ich bin's. Mal zu Hause. Hey, was ist das denn da? Ist das ein neues Smartphone? Ja, sehr cool. Hast du den Schocker von meinem Bruder, großen Bruder drauf angeguckt? Ja, hoffentlich hast du aus der Bibelpose mitgemacht, um ihn anzufeiern. Oh, was hast du denn hier? Ist heute nicht der große Tag? Ja, genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell die Kämpfe holen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich finde sowieso alle Kämpfe mal wieder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, ich denke an einen Beutel. Ich glaube, ich muss ihn mit Pinsel ab. Ich könnte doch auch noch dich. Ja. Gucken wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen erst um. Oh, einmal drauf, so. Okay. Gut für unsere Katze. So. Mal hier auf das Gucken. Ein gebauter Kamin dahinter selbst und dies wird das nicht fahren. Okay. Den brauchen wir nicht. Quarzhöhre. Quarzhöhre brauchen wir auch nicht. Das Ding kann man gerade nicht ohne den Beutel mitzunehmen. Da liegt er. Oh cool, wir haben eine Switch. Im Fernseher steht die neueste Spielekonsole. Und diese Pikachu-Rumpe fühlt sich unheimlich flauschig an. Ja. Hier. Ein Fluster. Guck mal, Fluster, okay. Das ist die Karte, oder?
Okay, naja. Wenn du mal sagst, wir nehmen unseren Beutel mit. Du schaffst dann einen Beutel deines Papas. Wir werden es übrigens noch umziehen, für die Schlange kann man nicht so nehmen. Deswegen. Wir werden es immer noch, wenn wir ein bisschen Kohle haben, umziehen. Ich werde ein anderes Outfit nehmen als das, was ich im Pokémon Schild genommen habe. Die Abenteuerfibel mit dem nächsten Outfit öffnest du das Spielmenü. Wenn du Menü, Spielmenü speichern auswählst, kannst du diesen deinen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir am Spielmenü unter Karte die Karte Region, die deinen Zielort ansehen. Und die Abenteuerfibel kannst du das halt wieder zu Rate ziehen. Du findest also die Basis-Items in deinem Beutel. So, okay. Was hat Buddy noch zu sagen? Kurz ist zu Hause. Der Buddy steht hier. Warte mal ab. Viel Spaß. Und die, sprich mal, dass er nicht in den Wald geht, ja? Gut, für sonst abgehen, der wartet draußen. Ich will gerade mal mein Team angucken, weil ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf. Ich hab mir das am Ende gespeichert, weil ich das quasi in diesem Privat spielen wollte. Aber dachte ich mir, jetzt machen wir mal ein bisschen wieder den Let's Play weiter. So, und Hopp, der ist schon gerade aufgeregt, der will endlich die Reise losgehen. Und wir natürlich auch. Ja, ich hab's mir mal angeguckt. Wir legen unsere Reise aus. 6 Pokémon werde ich ins Team nehmen. Nicht alle aus Gala, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Aber es sind 1, 2, 3, ich glaube 4 aus Gala. Naja, wie dem auch sei. Wir werden es aus dem Urlaub machen. Anschauen. Ach. Du hast extra die große Tasche genommen, ne? Aber mein Bruder hat uns extra große Pokémon zum Bissen natürlich dann fein raus. Okay, das ist wieder. Schau mal, einfach wie. Was macht das denn da? Das ist aber nicht deins, oder? Hey, das war schon jetzt andere Ruhe. Der hat ja nichts getan. Also fängt er in der Schlimmerweise an. Die Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Und ja, das ist es da, das ist es nicht. Ah, hast du jetzt was begriffen? Aber jetzt zu uns. Was ist ein Wetter machen? Wenn du jetzt bei mir zu Hause ankommt, unser Name ist Viscora. Wenn du den großen Beutel auf dem Rücken hast, du keine Chance für mich. Naja, gucken wir mal. Wie gesagt, ich denke dann an das Wett und Schild. Okay. Ich hätte jetzt überlegt gerade, ob ich vielleicht sogar jetzt mal Evoli nochmal reinhauen soll zwischendurch. Aber. Wir machen das und über die danach. Oder das brauchen wir auch zwar noch. So, okay. Hier ist itemmäßig gar nicht. Okay. Ich gucke mich ein bisschen genauer jetzt um. Und war schon nicht so durch, wie ich das im Schwert gemacht habe. Schild gemacht habe. Ja, ein bisschen mehr Zeit. Übrigens, das DLC werde ich hier nicht spielen. Weil das haben wir ja im Schild gemacht. Deswegen will ich hier nur die Story reinhauen, beziehungsweise die Story plus die After-Story. Es gibt noch eine Story nach dem Champ, klar. Aber das alles war nach und nach. Hey, ich bin wieder da, Mann. Oh, hallo, Hopp. Oh, Kev ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal, wo ist die denn? Ah, dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du, deine Ungeduld. Aber es ist ein Zufall, jede Minute am Mann of Friend Best wieder ankommen. Ah, dann geh ich mal unser Messer holen. Die dann einen so schlechten Orientierungssinn, wenn ich das noch nie aber den Weg finde. Ja, das hat ja recht. Wenn du den abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger gehabt. Ja, du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's? Komm, das müssen wir ändern. Komm, lass uns zurück nach Bestville gehen. Ich werde draußen wieder auf dich. Oh, ein Fililu. Und das ist sein Vater. Okay. Warum ist ein großer Bruder so etwas wie ein Superheld? Ja, ich merke das schon. Du bist hier Hausmädchen oder was? Das ist doch so ein Mann, so Bruder. Der Down ist wirklich cool. Das ist der Fernseher, auf dem Hopp alle Matches als Champs mitverfolgt. Luka, Machomai und Gengar. Ja, 3 ziemlich coole Pokémon, muss ich sagen. Okay.
hier. Ich glaube, das hier wohnen die Eltern. Ich sehe das jetzt für zwei Leute. Naja, ich muss mal sehen. Das scheint richtig zu drehen. Lass das mal hoppen. Nee, ne? Nee. Dann fällt er hier. Aber es ist mir aufgefallen, dass in den Häusern gibt es keine Türen. Also, zumindest keine aufmachbaren Türen. Weil die Türen, die hier drin sind, die, da kann man gar nicht reingehen. Gut. Dann machen wir uns jetzt auf. Zum Mob, der da vorne schon wartet. Wir sollen ja sein Brüderchen abholen. Alles klar, Vater? Dann los. Aber pass auf, das ist im Mondglas nicht den Alltag, okay? Du weißt, ich freue lauter wilde Pokémon herum. Ich kann mir schon zum Glück Bulli. Also, wir haben zum wilden Pokémon angreifen sollte. Also, ich völlig gerne, weil du noch kein Pokémon hast. Also, bleib weg vom Mondglas. Und das ist Route 1. Hier können wir leider noch nicht lang. Da sollten wir es versuchen, wenn wir aufgehalten, wie ihr hier seht. Eine unsichtbare Barriere. Wenn du der Pokémon bei dir hast, solltest du das wieder vom Mondgras verhalten. Dann müssen wir das auch mal einmal verlegen. Denn wir machen uns jetzt auch ein bisschen besser, weil da vorne ist irgendwie so ein Menschen einfach, ne? Scheinbar gibt es da vorne was umsonst. Und das gar nicht. Hallo Raspberry, euer Champ Dino ist wieder hier. Was für eine Fang, das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, das ist wirklich. Dino ist hier. Du und dein Glühwack, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Bedient ihr auch fleißig eure Pokémon? Zähle fest darauf, jetzt ein bisschen Kampf herausfordert, um mein Schweinig zu machen. Na klar, ist ja Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig und trainieren. So, ich muss mal gehen, weil er ist im Schnell. Wir haben es gerade überlegt. Ich habe gar keine Elektro-Pokémon im Team. Was habe ich jetzt gerade geändert? Ah, genau, so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Ja, mein Glurak ist schon mächtig, das stimmt schon. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Genau deshalb müssen wir die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Kinder gar aufeinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak hätte ich auch gerne im Team. Also ich mag es sehr gerne. Aber das ist ja so schnell nicht gut. Also es ist möglich, dass man kann zum anderen von hier, aber das dauert noch sehr, sehr lange. Also, hey Bruderherz. Ja, hopp. Das ist mir immer nicht mein größter Fan, der mich da abholen kann. Lass dich ansehen. Nein, bist du groß geworden. Gut, was sitzt du mit mir? Ach, gerade, das geht wirklich nicht. Aber das wundert hier sicher keinen. Und über dieses Blöcke Raum? Halt, sag nichts. Hat mir von einer Anfang erzählt. Was ist denn? Ich bin Dino, der ihre Sternen zu mir. Ah, das sieht schon egal aus. Meine Fans nämlich deshalb, die wir in den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Ja, wie gesagt, Glurak ist auch cool. So, mal eins meiner Gans. Ich mag das immer sehr gerne. Aber wie gesagt, es ist, dauert sehr lange, es hier zu kriegen. Natürlich nehmen wir es für die After-Story rein. Mal schauen, ganz einfach. Aber. Wir sollen nur sehen, wie manche Leute aussieht. Genau, genug Quatsch jetzt halt. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Warum ist eine Wettrennen? Immer muss ich mich daran messen. Wenn doch nur einen unnötigen Rivalen hätte, soll die Gewinn dabei fest, um für die Zeit was auszureizen. So, Freunde, ich bin Vater. Wir sind jetzt mal.
Ich spanne dich länger auf die Folter. Bruder, wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du etwas vergessen? Ach, keineswegs. Wenn der Mann ist meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht stumpfen lassen. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was in euch steckt. Genau, wir bekommen von ihm tatsächlich einen, das ist das Pokémon, unseren Starter. Und zwar Chipep, Pflanze, Hoplo, Feuer und Wasser. Den Feuerstarter, den schließe ich heute aus. Definitiv, den werden wir nicht nehmen, bei dem haben wir ja, wie gesagt, das Pokémon Schwert schon genommen. Wir sind tatsächlich mit dem Feuerstarter das leichteste Gebiet zu spielen. Aber wir werden nicht ganz gehen. Ich habe alles bei Pokémon im Kopf. Aber nicht Hoplo. Welches ist es? Genug gespielt, komm mal bitte wieder her. So, und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Ja. Wie in jeder Pokémon, in jedem Pokémon-Spiel, Qual der Qual. Qual der Qual. Mit welchem Starter wir beginnen. Wie gesagt, ich schließe den Feuerstarter aus, Hoplo. Definitiv. Also welche ist die Wahl zwischen Chimpep und Lemion. Weil Chimpep eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist eigentlich cool. Ich hab's mal privat gehabt. Aber meine Wahl fällt auf. Lemion. Wir werden mit dem Wasserstarter beginnen. Das Wasser-Pokémon Lemion ist sanftmütig, wie ein leise Plätscher des Bächlein und sehr anpassungsfähig. Entscheidest du dich für das Wasser-Pokémon Lemion? Yes! Nein, wir werden keine Spitznamen nehmen. Ja, also, du hast ja also Lemion ausgesucht. Gute Wahl. Dann schalte ich mich für Hoplo, du bist sofort mein Partner. Du wirst vom Training so richtig reinhängen. Okay. Ich bin nämlich der nächste Champion. Ja, er nimmt Hoplo. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Captain Pokémon gefunden. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Und wer weiß, man schafft es hier irgendwann, so gut wie ich zu werden. Und Julian nimmt sich tatsächlich das dritte, den dritten Starter. Das finde ich auch cool, dass alle drei Starter hier einen Trainer bekommen. Du Glurakelle, hoffentlich gute Freunde. Sie also schlägt und stark, aber also gutes Herz. So. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Eure Pokémon sind euch auch gesagt. Natürlich, danke klar. Ja. Oh, wir können geheilt. Und das, obwohl wir noch nicht mal gekämpft haben. Am nächsten Tag. Gibt's überhaupt? Du bist gestern bestimmt ein bisschen die Puppen wach geblieben, mit deinem neuen Pokémon zu spielen, oder? Ich finde, die kommen schon richtig gut raus. Und auch guter Herr. Ja, von Lemion haben sie sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitige Vertrauen ist das also die ganze Zeit Pokémon. Weil die immer den Glauben aneinander. Auf kämpfen. Dann werdet ihr irgendwann zu einem würdigen Rivalen. Hallo? Ich hab's hier in der Bayern. Wer jemand der Rivale wird, wenn ihr wohl ich. Ha, na warte. Das hat sich nicht mehr sitzen. Heute sind wir nicht Rivalen. Ich glaub darum, wer dein Rivalen da sein darf. Komm, wir sind die wahrscheinlichste Trainer haben, wie du weißt, wenn Pokémon uns alleine stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit den Kämpfern bestreiten. Aber es verdient hat, euch falsch ist, jetzt wieder zu entscheide ich. Und ab das heraus, um das herauszufinden, will ich, dass wir gegeneinander kämpfen. Wie sieht's aus? Wir sind bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf seines Lebens.
Vielleicht. Ganz an eurer Pokémon. Schießt ins Herz und sagt immer, probiert ihn sie. Irgendwann entwickelt ihr in einem Spiel dafür, welche Attacken das beste Aussehen herausholen. Und so macht Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Jeden einzelnen Kampf habe ich wieder mal gesehen. Und alle Zeitschriftenbücher, die er in seinem Zimmer hat, sind auswendig. Das sind Dinge, die ich nicht wissen will. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man den Pokémon-Kampf bringt. So, unser erster Kampf. Hat als erstes ein Volley an. Er hat schon zwei Pokémon, das ist ja nicht so schwer, aber das ist nicht so gut. Dann werde ich jetzt 3. Und wir greifen als erstes mit Klappen an. Du hast einen Schalter noch, der ist aber ein Feuerschalter sogar noch. Also, dann drauf, er fängt aber als erstes an. Hier bin ich vertiefer bei einem Feuerschalter. Hast du aber schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Ja, weiß ich. Und zwar Wasser gegen Feuer. Vom Vorteil ist, Pflanze gegen Wasser. Vom Vorteil ist, Feuer gegen Pflanze. Das weiß man nicht. Nee. Level 7? Den ersten Kampf gewinnen wir. Also ich hatte zwei Pokémon dabei und hab trotzdem verloren. Und wenn ich ihn verletzt hat. Wow, du bist unglaublich. Das heißt nicht, warum mein Bruder nicht nur hier, sondern auch hier ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein Taktikkampf. Man hat die Übel rausgelassen und selbst mitgekriegt. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt macht ihr erstmal wieder fit. Wir sind in der Schiff. Das ist der Hinke. Deswegen würde ich dir gerne die mal verschicken. Ich will, dass ihr jetzt Rivale wird, damit ihr alle erwachsen und starker werdet. Ich will noch viel stärker werden. Was sagst du, Bruder Herz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Das ist wirklich keine halbe Sache, ne? Du willst also an der Arena Challenge teilnehmen, im größten Turnier Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du. Ich schlage vor, ihr solltet euch einen Pokédex. Der Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Wenn die Mutter sagt, dass ich Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Ich habe gleich ein Pokémon-Labor vorbei, um mein Pokédex abzugreifen. Also, ich mag ja nicht Enthusiasmus. Okay, ich sag dem Professor Bescheid, dass sie kommen. Warum ist es der nächste Champ zu werden? Ich gucke jetzt nicht mehr die Linksverfolger. Da wird sich noch lange von meinen Taten erzählen, die Legende von Hartwig. Ja. Und du solltest deine Mutter nicht mehr sagen, dass wir uns beim Pokédex holen. Das machen wir bei der nächsten Folge, weil wir haben ein Erlebt, weil wir einen Starter bekommen. Weiter kurz. Ja, die Bedienung ist schon ja. In der Tasche. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder.